In diesem Video geht es darum, warum du auf keinen Fall den Jakobsweg laufen solltest. Also wenn du Ängste oder Zweifel hast, wenn du mit dem Gedanken spielst, den Jakobsweg zu laufen und du bist dir noch nicht sicher, ob du das tatsächlich machen sollst oder nicht, solltest du dieses Video auf jeden Fall anschauen. Ja, darum geht es nämlich. Also viele spielen mit dem Gedanken, den Jakobsweg mal zu gehen. Vielleicht schon seit Jahren, aber haben es nie getan. Warum? Gute Frage. Ich weiß es auch nicht. Also als ich letztes Jahr beschlossen habe, auf den Jakobsweg zu gehen und teilweise mit Leuten ins Gespräch darüber gekommen bin, hatte ich fast ausschließlich immer wieder die gleiche Reaktion. Ja, das habe ich auch schon ewig vor. Ja, das wollte ich früher mal machen mit einer Freundin. Viele waren total begeistert, dass ich diesen Weg laufe und schienen selber so fasziniert davon. Aber wenn man gefragt hat, ja, warum bist du den Weg dann nie gelaufen, dann kamen immer dieselben Gründe. Am häufigsten gehörte Antwort bei mir war, ich bin zu alt. Also früher, da hätte ich den Weg ja gern gemacht, aber jetzt kann ich den nicht mehr, weil ich bin zu alt. Und das habe ich teilweise von Leuten gehört, die waren gerade mal 50. Also, liebe Leute, wenn das für euch alt ist, also ja, dann seid ihr echt ganz schön hart zu euch selbst. Ich habe auf dem Nordweg ein australisches Pärchen kennengelernt. Die waren sehr sympathisch und sind selber erst Camino-Gänger geworden, als sie fertig waren mit Arbeiten, als sie praktisch ins Rentenalter gekommen waren. Und da fing es bei denen erst richtig an. Und sie meinten, also vor 80 kann ihnen keiner kommen und sagen, er sei zu alt für den Jakobsweg. Und ich möchte sogar noch einen draufsetzen. 80 ist auch nur eine Zahl. Auf dem Nordweg, da habe ich einen sehr sympathischen Schweizer gesehen. Der war auch schon in seinen 80ern. Und der ist den Weg zum x-ten Mal gelaufen. Und er hat selber von sich gesagt, die Ärzte haben ihn schon so oft wieder zusammengeflickt. Und trotzdem läuft er den Weg immer wieder. Und wenn er dann in Santiago angekommen ist, dann schreibt er an jeden seiner Ärzte, die ihn mal irgendwann operiert oder sonst irgendwie behandelt haben, eine Postkarte. Und ja, wenn man ihn gefragt hat, was ist dein Geheimnis, dann hat er eine bestimmte Sache gesagt, auf die möchte ich später auch noch zurückkommen. Aber jetzt erstmal zum Thema, ich bin zu alt. Wenn du glaubst, dass du zu alt bist, diesen Weg zu laufen, dann ist das nur in deinem Kopf, okay? Es gibt kein Gesetz, das besagt, dass man ab einem gewissen Alter den Jakobsweg nicht mehr laufen darf. Ja, es verbietet dir keiner. Und ich könnte es verstehen, vielleicht bei jemand, der sagt, ich bin zu alt für Work and Travel, weil bestimmte Länder ab einem bestimmten Alter dieses Visum einfach nicht mehr vergeben. Aber für den Jakobsweg ist man meiner Meinung nach nie zu alt. Seid nicht so streng zu euch selbst, ja? Ihr seid nicht zu alt. Und es ist nicht so, dass da nur junge Hüpfer auf dem Weg sind. Es ist wirklich von jung bis alt alles unterwegs. Was halt in dem Zusammenhang Alter auch gern genannt wird, ist, ja, ich kann das nicht mehr. Ich könnte nicht mehr so weit laufen. Vielleicht nicht, ich bin zu alt, sondern ich bin zu krank oder einfach dieser tiefe Glaube, ich würde das nicht packen, ich könnte das einfach körperlich nicht schaffen. Dazu möchte ich sagen, nimm dir den Schweizer als Beispiel, ja, der auch mit über 80 noch diesen Weg gelaufen ist. Wenn man ihn gefragt hat, wie machst du das? Und warum traust du dir das immer noch zu? Also wie schaffst du das, wenn es dir doch eigentlich gesundheitlich gar nicht so gut geht, den Weg trotzdem immer noch zu laufen? Und sein Geheimnis war, und eigentlich ist es kein Geheimnis, ja, es ist einfach nur logisch, sein Geheimnis war, kleine Schritte machen. Ja? Immer nur bis zum nächsten kleinen Ziel, Etappenziel kommen. Er hat sich gar nicht vorgenommen, wie andere, ich muss jetzt so viel Leistung bringen, sondern er war schon froh, wenn er einfach nur einen kleinen Teil geschafft hat. Und trotzdem war er am Ende des Tages nicht arg viel weniger weit gekommen wie die anderen. Er hat trotzdem einige Kilometer zurückgelegt am Tag, soweit ich weiß.
Aber das Geheimnis ist einfach, ja, immer nur bis zum nächsten Schritt zu schauen. Also alles Schritt für Schritt machen und immer nur das anschauen, was jetzt unmittelbar bevorliegt. Und nicht immer gleich daran denken, boah, ich muss noch so und so viel 100 Kilometer laufen. Du läufst einfach, was du schaffst an dem Tag und was sich gut für dich anfühlt. Und mach dir da keinen Druck. Wenn es keine Herberge gibt, gibt es immer noch die Möglichkeit, irgendwo privat in der Pension unterzukommen. Oder in einem Hotel oder in einer privaten Herberge, in einer touristischen Herberge. Wenn du vielleicht irgendwie krank bist oder du Probleme mit dem Laufen hast, mit dem Gehen, ja, weil du vielleicht schon älter bist, da gesundheitlich Probleme hast, dann lauf einfach so weit, wie es dir möglich ist, so wie du dich wohlfühlst. Und wenn du dein Etappenziel dann nicht erreicht hast oder die nächste Herberge, der nächste Schlafplatz, ich weiß nicht, wie weit entfernt ist, wie viele Kilometer, dann tu dir doch einfach den Gefallen und fahr dann einfach. Dann fahr halt Bus oder dann fahr halt mit dem Taxi. Es gibt tatsächlich Taxis, die sogar die Rucksäcke in die nächste Herberge transportieren. Das ist zwar nicht so beliebt bei den anderen Pilgern, aber hey, wenn das für dich es ermöglicht, diesen Weg zu gehen, dann würde ich diese Möglichkeit nutzen. Ja, weil was ist schon dabei? Also daran soll es ja nicht hängen, wenn du zum Beispiel nicht schwer belasten darfst. Trau dir da selber einfach mehr zu. Ja, und wenn gar nichts mehr geht, wenn du tatsächlich merkst, okay, ich schaffe es nicht, ich packe es nicht, diesen Weg zu laufen und ich habe auch keinen Bock mehr, mich jetzt immer rumkutschieren zu lassen, dann hast du es wenigstens versucht, ja. Ja, manche brechen auch ab. Die, die abbrechen, sind oft die, die einfach anfangs übertrieben haben und dann sich so verletzt haben, dass einfach nicht mehr anders ging. Bei mir hat es zum Glück gereicht, einen Tag richtig auszusetzen, den zweiten sehr, sehr langsam zu machen und mich dann ganz langsam wieder ranzutasten. Ja, ich musste dann auch einen Tag Bus fahren und die Tage darauf. Aber dadurch habe ich halt mein Ziel in diesem Monat erreicht. Was ich auch viel zu oft gehört habe. Oh ja, ich würde den Weg ja auch so gern laufen, aber ich habe einfach keine Zeit. Ja, ich kann das schon gar nicht mir leisten wegen meiner Arbeit und ich würde gar nicht so lange frei bekommen und dann müsste ich kündigen. Ist natürlich schade, wenn man jetzt nicht einen Arbeitgeber hat, der da versucht, einem entgegenzukommen. Es gibt ja die Möglichkeit, in manchen Unternehmen so ein Sabbatical Year einzulegen. Habe ich auch einige getroffen auf dem Weg, die das genutzt haben. Ich zum Beispiel habe die Möglichkeit genutzt, unbezahlten Urlaub zu nehmen. Dann gibt es immer noch eine Alternative. Wenn du den Weg nicht am Stück laufen kannst, weil du keine 4-5 Wochen frei bekommst, dann kannst du immer noch sagen, okay, ich laufe den Weg nicht am Stück, sondern etappenweise. Ich laufe vielleicht, ja, wenn ich mal 2 Wochen Urlaub habe, einfach los und schaue, wie weit ich komme. Und dann laufe ich im nächsten Jahr einfach wieder weiter, ab der Stelle, bis zu der ich gekommen bin. Also von daher, wenn du glaubst, du hast keine Zeit, überleg dir, ob das wirklich stimmt. Oder ob es nicht vielleicht doch nur ist, ich habe unter diesen Umständen keine Lust. Dann auch ein ganz beliebtes Thema, Geld. Ich habe kein Geld. Okay, zum Thema Geld muss ich sagen, dass man auf dem Jakobsweg echt sehr günstig reisen kann und viele sich da auch einen Volkssport draus machen. Ich habe auf meinem letzten Camino am Tag 17 Euro ausgegeben. Dann braucht man eben beim ersten Mal die Ausrüstung, aber das ist eine Investition, also die hat man dann, die braucht man sich dann beim nächsten Mal nicht nochmal kaufen. Das Einzige, was ich nachvollziehen kann, ist, wenn man jetzt für einen Monat zum Beispiel verreist, dass man ja Miete zahlt, wenn man jetzt zum Beispiel in einer Wohnung wohnt. Und die muss man ja weiterzahlen, obwohl man gar nicht dort wohnt. Und das geht dann natürlich vielleicht schon ins Geld. Aber wenn du vergleichst, wenn ich jetzt überlege, ich habe letztes Jahr für meinen Jakobsweg ungefähr 700 Euro gebraucht.
mit Flug und Verpflegung unterwegs. Und davon hatte ich einen ganzen Monat für mich, Reise. Wenn ich jetzt überlege, dass andere Leute mit 700 Euro eine Woche in Urlaub gehen oder womöglich nur 5 Tage, dann denke ich mir, relativiert sich das. Thema Geld ist so eine Sache, ja. Ich habe für mich die Lösung gefunden, rechtzeitig darauf zu sparen und rechtzeitig einfach zu schauen nach günstigen Flügen. Und damit hat es sich's. Ja, damit bin ich gut gefahren. Und wenn du es wirklich machen willst, ja, dann leg dir einfach jeden Monat ein bisschen was zur Seite. Bei den Herbergen kannst du ja auch wählen, nehme ich jetzt eine für 5 Euro oder nehme ich eine für 10 Euro, 15 Euro. Also teilweise gibt es sogar Herbergen auf Spendenbasis, wo du selber entscheiden kannst, wie viel du für diese Herberge zahlen möchtest. Was habe ich auch noch oft gehört? Also oft habe ich noch gehört, ich habe doch gar keine Ausdauer. Ich bin ja überhaupt nicht trainiert. Also dazu kann ich nur so viel sagen. Man kann sich körperlich nicht wirklich auf den Jakobsweg vorbereiten. Das ist einfach meine persönliche Meinung. Ich habe es versucht, glaub mir, ich habe versucht zu trainieren. Ich bin mit meinem Rucksack, mit meinem bepackten Rucksack, bin ich wandern gegangen. Ich bin zu Fuß zur Arbeit gelaufen. Es ist einfach nicht vergleichbar damit, jeden Tag mit Rucksack zu laufen. Es gibt eigentlich niemand, der wirklich schon perfekt trainiert den Weg beginnt. Der Weg ist das Training, ja, sieh es so. Du fängst einfach an zu laufen die ersten Tage und dann pendelt sich das ein, du kommst da rein. Und nach dem Weg bist du sowas von top trainiert. Da hast du eine Ausdauer, die würdest du zu Hause gar nicht so trainieren können. Ja, weil du hier zu Hause einfach nicht die Möglichkeit hast, jeden Tag 6 bis 8 Stunden oder so draußen wandern zu gehen. Wer kann das schon? Also mach dir da keinen Kopf, wenn du nicht trainiert bist und den Weg dann komplett ohne Ausdauer oder irgendwie mit einem niedrigen Fitnesslevel beginnst, weil ich denke mal, das tun 80% der Leute. Da musst du einfach Mut zur Lücke haben und einfach darauf vertrauen, dass dein Körper sich daran gewöhnt. Und das wird er. Man kann es übertreiben am Anfang und jeder warnt einen davor. Und ich kann dich auch nur noch mal warnen, weil ich wusste es, dass viele anfangs übertreiben. Man ist euphorisch, man ist übermotiviert und man denkt, boah, ich hab's voll drauf und ich lege jetzt richtig los. Habe ich auch gemacht mit dem Ergebnis, dass ich am 3. Tag gar nicht mehr konnte. Steiger dich. Also mach am Anfang echt keine riesengroßen Etappen. Ich dachte, ich müsste mit 30, 31 Kilometer starten und es hat auch Spaß gemacht. Ich dachte, die Schmerzen gehen dann von alleine irgendwann weg. Der Körper wird sich schon dran gewöhnen, aber das tut er nicht, ja, wenn du es wirklich übertreibst am Anfang. Also dann hast du womöglich den Rest des Weges echt Probleme. Der Weg ist auf jeden Fall machbar, auch wenn du nicht trainierst vorher. Aber bitte tu dir selber den Gefallen und fang klein an, auch wenn es schwer fällt, auch wenn man anfangs total Bock hat, jetzt endlich voll loszulegen und nee, lass es bleiben. Also der Muskelkater kommt so oder so und da brauchst du dir dann nicht noch irgendwelche Entzündungen oder sonst was holen. Dann habe ich noch manchmal gehört, ja, ich werde den Weg laufen, sobald die Kinder groß sind oder die Kinder aus dem Haus sind. Also in Erziehung mische ich mich ungern ein, aber ich denke mal, wenn die Kinder ein gewisses Alter erreicht haben, sagen wir mal 16 aufwärts, dann wird es vielleicht auch mal Zeit, einfach loszulassen. Also Kinder muss jeder für sich selber wissen. Ich kann verstehen, wenn jemand sagt, ich kann den Weg nicht laufen, weil ich habe Kinder. Wobei ich auch hier an eine Frau denken muss, die den Weg einfach mit Kinderwagen gelaufen ist. Also die hatte ein kleines Kind dabei und die hat sich davon nicht abbringen lassen. Möglich ist alles. Ja? Kann man den Weg laufen mit Kindern oder nicht? Ich habe eine Familie gesehen mit Säuglingen. Ja, die waren mit Säuglingen unterwegs und wie gesagt, dann habe ich diese Frau
da habe ich gehört von dieser Frau mit Kinderwagen. Und ansonsten, wenn deine Kinder schon im Teenie-Alter sind und noch ein anderes Elternteil bei denen zu Hause ist, dann sehe ich keinen Grund, warum du den Weg nicht laufen solltest und dir das nicht selbst erlauben solltest. Weil, ja, wenn es dein Traum ist, ich denke mal, deine Kinder wollen auch nur, dass du glücklich bist. Und warum dann immer auf später verschieben, wenn man es auch jetzt schon haben könnte? Ja, was ich auch manchmal gehört habe, ist, ich will den Weg nicht alleine laufen. Kann ich verstehen. Ja, ich bin auch oft lieber in Gesellschaft, wobei manchmal ist einem ja auch nach Alleinsein und dann möchte man eher seine Ruhe von den anderen. Wenn du aber jetzt jemand bist, der sagt, okay, ich traue mich das einfach nicht allein und ja, vielleicht, also wenn du dich jetzt alleine nicht traust, den Weg zu laufen, dann frag doch einfach in deinem Bekanntenkreis rum, ob jemand Lust hat, mit dir mitzulaufen oder mit dir gemeinsam zu starten. Also meine Erfahrung ist, dass mega viele Leute Interesse haben. Aber ja, nicht jeder kommt dann wirklich ins Tun. Wahrscheinlich wegen diesen ganzen Ängsten und Zweifeln. Es heißt ja, man soll den Weg alleine laufen, weil man dann am meisten für sich mitnimmt, am meisten lernt, das größte Entwicklungspotenzial da drin hat. Wobei man sich da streiten kann. Ich würde sagen, wenn man den Weg gemeinsam mit einem anderen Menschen läuft, kann man da auch sehr viel lernen und lernt ja auch den Menschen von einer ganz anderen Seite kennen. Aber wenn es das ist, was dich davon abhält, dass du Angst hast, auf dem Weg allein zu sein, und es ist auch vielleicht, geht so ein bisschen Hand in Hand mit dem Thema, ich kann doch nicht als Frau allein den Weg laufen, dann sei dir einfach gewiss, dass ganz, ganz viele Menschen diesen Weg alleine beginnen und sich ganz, ganz viele Menschen auf dem Weg zusammenschließen zu einer kleinen Gruppe oder zu Laufpartnern, was auch immer. Vielleicht wirst du jetzt nicht den ganzen Weg komplett immer mit derselben Person laufen, aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, zumindest kann ich mir das auf dem Franfest nicht vorstellen, dass es da überhaupt jemand gibt, der den Weg komplett alleine läuft, ohne andere Menschen kennenzulernen. Das ist ja eigentlich schlichtweg fast nicht möglich. Sei dir einfach gewiss, dass du dort Menschen finden wirst. Du wirst auf Menschen treffen, die richtigen Menschen werden zu dir kommen und du wirst nicht lange allein sein. Wenn du als Frau Angst hast, den Weg allein zu laufen, das muss jeder selber für sich wissen. Ich persönlich bin der Meinung, man kann locker den Weg alleine laufen als Frau. Selbst der Nordweg, auf dem echt nicht viel los ist, da habe ich auch einige Frauen gesehen, die den Weg alleine gelaufen sind. Wenn du irgendwie Angst hast, aber du willst dich keinem aufdrängen, dann schau halt, dass du immer Pilger in Sichtkontakt hast oder einfach so ein paar Meter Abstand lässt, so dass sich jetzt keiner bedrängt fühlt, aber du halt dich auch nicht so alleine fühlst. Wenn du Menschen in Sichtweite hast, Menschen, die dir vertraut sind, die du vielleicht aus einer Herberge kennst oder so, das kann schon ganz hilfreich sein. Aber ja, lass dich einfach von dieser Angst nicht abbringen, deinen Weg zu gehen. Warum sollten Frauen nicht auch den Weg laufen können? Also, wenn du natürlich extrem ängstlich bist und diese Angst dich dann ständig begleitet, dann tust du dir damit wahrscheinlich auch keinen Gefallen. Deswegen, du musst es selber für dich wissen. Fühl mal da rein und schau einfach, ob du dir das selber zutraust. Aber ich traue es eigentlich jeder Frau zu, diesen Weg alleine zu laufen. Ja, was ich dann auch noch gehört habe, ich habe ja nicht mal Wanderschuhe. Ich habe mich informiert vor dem Weg und immer wieder gelesen, ja, und es ist ganz, ganz wichtig, gute Schuhe und gut eingelaufen und die Sohle, die muss noch richtig Profil haben. Also, ich kann nur für mich sprechen. Meine persönliche Erfahrung war die, dass die Pilger mit den Wanderschuhen, mit den richtig krassen Wanderstiefeln, hatten die fettesten Blasen an den Füßen. Wirklich, die hatten Blasen an den Füßen. Da war fast die ganze Sohle eine Blase. Jetzt übertrieben, aber wirklich. Hinten an der Ferse teilweise auch richtig heftige Blasen. Und die eher so Sneakers anhatten, Turnschuhe, so Sportschuhe, so nichts Besonderes, die hatten überhaupt keine Probleme. Also, du musst ja auch überlegen, dass der Weg überwiegend Asphalt ist, meistens. Es kommt darauf an, welche Route, aber gut, ich kann jetzt halt für den Nordweg sprechen. Und es sind ja nicht immer nur Wanderwege.
Der Jakobsweg führt nicht nur über Wanderwege und nicht nur über Wald und Wiesen. Er führt halt einfach sehr, sehr oft über ganz normale Straßen, durch ganz normale Städte. Und ja, da kann es in meiner Meinung nach auch mit ganz normalen Straßenschuhen laufen. Ich hatte so Trekkingschuhe dabei und in denen habe ich mir so die Füße wund gelaufen. Die waren halt auch einfach zu eng dann nach einer Weile, dass ich freiwillig wieder auf meine Straßenschuhe umgestiegen bin. Zum Glück hatte ich die dabei. Es waren stinknormale Sneakers. Und ja, die hatten am Ende Löcher in der Sohle, aber das hat mich überhaupt nicht gestört. Also das hat mich jetzt nicht behindert beim Laufen, sagen wir mal so. Und kleiner Tipp von mir, nimm die Schuhe lieber zu groß als zu klein, weil deine Füße schwellen irgendwann an. Also meine Füße sind angeschwollen. Oder was heißt angeschwollen? Meine Füße sind einfach platter geworden, länger und breiter. Und am Ende hatte ich fast anderthalb Schuhgrößen mehr wie davor. Da fällt mir auch wieder eine Australierin ein, die gesagt hat, sie kauft sich prinzipiell immer Männerschuhe und dann immer eine Größe größer, wie sie eigentlich braucht, wenn sie Wanderschuhe braucht. War das jetzt verständlich? Jedenfalls, sie zieht schon von vornherein Schuhe an, die ihr zu groß sind, weil sie genau weiß, dass ihre Füße halt wieder dann auch halt wachsen. Ja, deswegen, es müssen keine teuren Schuhe sein, es müssen einfach nur bequeme Schuhe sein. Es gibt da einen Spruch, den mag ich eigentlich nicht so, aber es ist oft was dran. Wer will, findet Wege, wer nicht will, findet Gründe. Letztendlich liegt es vielleicht gar nicht daran, dass du keine Zeit, kein Geld oder nicht die Kondition hast, den Weg zu laufen, sondern weil du einfach noch nicht, ja, vielleicht hast du einfach noch nicht das Gefühl, jetzt will ich den Weg laufen, jetzt ist mein Wunsch so groß, dass mir alles andere egal ist. Und vielleicht ist dann noch die Zeit einfach noch nicht gekommen. Man sagt ja, der Weg ruft ein und mich hat er gerufen. Wenn er dich ruft, dann merkst du es einfach, ja. Also dann ist einfach dein Wille, diesen Weg zu laufen, so groß, dass du automatisch auch einen Weg findest. Und dann hast du zwar immer noch im Hinterkopf diese Gedanken, ja, okay, ich bin nicht trainiert oder vielleicht, ach, ich bin eine Frau und ich bin doch aber allein. Aber die halten dich dann einfach nicht mehr davon ab. Irgendwann ist der Wunsch, den Weg zu laufen, auch hoffentlich bei dir so groß, dass du über all diese Dinge hinwegsehen kannst und tu einfach, was sich für dich stimmig anfühlt, was sich für dich richtig anfühlt. Und wenn du das Gefühl hast, ja, jetzt ist die Zeit gekommen, keine Ahnung warum, aber ich muss da jetzt hin, dann folge diesem Gefühl. Glaub an dich selbst, glaub, dass du es schaffen kannst. Und es gibt so viele Möglichkeiten und Alternativen und Mittel und Wege und Unterstützung. Also glaub einfach an dich. Das ist mir noch ganz wichtig. Glaub niemals, dass du zu alt bist für den Jakobsweg. Okay? Dann kann ich nur entgegnen, wir werden jeden Tag älter. Wir werden nicht jünger. Und das ist ein Grund mehr, den Weg zu gehen. Und zwar jetzt, heute, dieses Jahr. Oder ja, eben so bald wie möglich. Dann mach dir keine Sorgen, dass du auf dem Weg allein sein wirst. Wenn du Gesellschaft möchtest auf dem Weg, dann lauf einfach den Franzess. Da sind die meisten Leute unterwegs. Und dann such dir eben keine einsame Route aus. Und wenn du nicht trainiert bist, dann such dir eben keine zu schwere Route aus. Ja? Für diejenigen, die wenig Zeit haben und überhaupt nicht trainiert sind, dann schaut euch doch einfach mal den Portugies an, ob der was für euch wäre. Den Portugies könnt ihr in 2 Wochen laufen. Oder wenn ihr es ganz gemütlich haben wollt, in 3 Wochen. Letztendlich, du fühlst es, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist, den Weg zu laufen. Und wenn du Angst davor hast, dann frag dich einfach, würde ich es bereuen am Ende meines Lebens, wenn ich den Weg nicht gelaufen wäre? Und dann schau mal, was für eine Antwort du bekommst. Ja. Genau. Was ist eure Meinung zu dem Thema? Habt ihr Ähnliches erlebt oder seid ihr da komplett anderer Meinung? Wenn euch noch irgendwas dazu einfällt oder ihr was ergänzen möchtet, schreibt mir dies gerne in die Kommentare. Ich freue mich über eure Beiträge. Ja, alles Gute und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal.